Ich bin fertig. Aber macht man mal gar nicht. So eine Scheiße hier. Da. Ja. Da. Sehr intelligent. Ja. Blaue. Die Regenschirmbande. Ich dachte, wir gehen alleine hier. Jetzt noch nicht. Wo ist die Regenschirmbande? Gottes Willen. Sehr gut. Ach Mensch, sag mal. Ach nee. Hab ich. Nicht. Mist. Ah, Mann. Naja. Gut, machen wir weiter. Schieß. Jawohl. In der Ecke. Tor. Hey. bleib hier, Skadi. Nicht wegrennen. Skadi, komm jetzt zu. Hier, komm. Los, komm. Und schieß, schieß, ja! Schieß! Skadi, schieß! Schieß, Skadi! Skadi, schieß! Skadi, komm! Nicht los! Skadi, komm, hörst du! Und schieß, da, Tor! Nicht da! Da muss man rein! Und yeah. Geschickt ausgedribbelt. Schieß. Ja, der war gut. Super. Nochmal, los. Und? Und los, und jetzt und? Ja! Chris! Hallo? This is so good! Da muss der Ball! Hallo, Benny! Ja, komm! Komm, komm, komm! Komm mal her! Papa! Ja! Eine gute Abgabe und? Yay!
Zum anderen Spiel. Ja, und das? Ja, schön draußen gewesen, aber bei dem Wetter macht keinen Spaß. Und? Erster Schultag nach den Ferien. Der Ernst des Lebens beginnt wieder. Banalitäten des Alltags: Müll wegbringen. Müll wegbringen, Kind zur Schule fahren. Und dann geht's hier weiter. Pappkarton voll. Riesen Pappkarton voll mit Pappe und dann hier noch. So was. Muss weg, das krieg ich ja so nicht hier in Hausmüll entsorgt. Will ich wohl ja nicht. Das muss auch weg. Muss ich heute machen. Mach ich heute. Also, rennen ins Auto damit. Oh Mann! Ja, ein bisschen eng hier jetzt mit dem ganzen Papier hier drin. Ich fahre nämlich danach noch zur BSR. Habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Und Anouk hat heute ihren ersten Schultag wieder. Ja. Nach den Ferien. Im nächsten Halbjahr. Und wir üben die 7er-Malfolge die ganze Zeit. Soll ich die 7er-Reihe machen? Ja, sag mal an. Sag mal, 1 x 7 ist 7, 2 x 7 und so weiter. 14. Was sag? Na los. Aber kann ich ohne 1 x 7? Nein, eben mit. 1 x 7 ist 40. 1 x 7 ist 7. 2 x 7 ist 14. 3 x 7 ist 21. 7. 10 x 7. 6-Spielzeug auch, ja, fällt auch an, hat man auch. Da habe ich auch aus einer Räumung, habe ich schon seit 4 Jahre habe ich den Scheiß schon. Und seit 4 Jahren geht mir einer auf den Sack, der will das unbedingt haben. Ist aus einer Räumung, ist aus dem Auktionshaus. Da habe ich das ganze Regal gekauft, da war der Scheiß mit bei. Ja, das nimmst du alles mit, ganz normal. So, der will es haben. Seit 4 Jahren will er das haben. Oh, der holt sie ab.
Und es liegt bei mir, ich kann es ja jedem anderen anbieten irgendwie. Das ist halt einer, der hat so ein, was weiß ich, der will so einen Clubhof machen als Deko, will er dann irgendwie. Ist mir auch real. Fakt ist, jetzt lade ich den Scheiß ein und werde bei ihm klingeln und werde ihm das vorbeibringen. So, ja. Kriegt er geschenkt, ja. Es ist ja auch nicht so, dass er das ist ja nicht verwertbar hat. Also, das ist nicht für mich, nee. Ich hatte auf dem Markt immer einen, der wollte immer Pisstöppe haben. Kann man sich das vorstellen? So Pinkeltöppe, so alte. So alte aus Glas am besten oder so, oder Keramik, so alte Bettpfannen und so ein Scheiß. Boah, das war geil. Kann man mal, hast du Bettpfannen, hast du Pinkeltöpfe, Bettpfannen? Gottes Willen. Aber die Welt ist echt verrückt. Fakt ist, den Scheiß habe ich noch und der muss auch weg. Das steht ja im Keller, das gammelt ja schon. Will ich ihm jetzt vorbeibringen. Klingelt jetzt bei ihm? Also so eine Stunde oder was? Dann würde ich sagen, pass auf, von hier ist, ich bringe dir jetzt den Scheiß rum. Und dann bringe ich ihn nicht rum. Dann ist das auch weg. Ich will den ganzen Scheiß loswerden. Ich will alles jetzt. Jetzt muss alles weg. Zwingend. Puh, na schauen wir mal. Mutti ist nicht da. Oh, bin ich glücklich. Jedes Mal, wenn ein Teil weg ist, bin ich so glücklich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Jo. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Meine Güte. Wieder ein bisschen mehr Platz in der Schublade, so einfach ist das. Kommt auch weg. Oh ja. Schottische Uniformteile. Gürtel. Kopfbedeckung. Zwei Zigarren, die sind immer dabei. Das Stiefelmesser. Diese Beinbänder und Kragen. Die Tasche. Die ist echt schön. Wenn da Beschwerden gibt, dann weiß ich auch nicht. Das ist richtig gute Zeug. Jo, alles vollständig, alles sauber. Machen wir auch, nehmen wir auch an. Die Perry-Rodensammlung geht mir wirklich auf die Nerven. Ich habe die ja schon einmal verkauft. Ja, und ewig gewartet. Also bestimmt einen Monat oder zwei Monate gewartet, um dass die abgeholt wird. Und immer hat er geschrieben, ja, ich komme. Und dann war mir jedoch irgendwann, hat er gesagt, brauchst du nicht mehr kommen, hat sie erledigt. So, hat sie aber auch sowieso nicht mehr gemeldet. Nachdem er sich auf ein paar Mails nicht mehr gemeldet hat, hat sie mir gesagt, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ja. Und Termine immer verschoben und so. Jetzt habe ich es das zweite Mal verkauft. Diese Hefte. Diese riesen Hefte. Diese 2500 Hefte. Für 86 Euro. Und jetzt sagt er doch tatsächlich zu mir, der Typ, ja, also das habe ich aber versehentlich überlesen, dass man das abholen muss. Jetzt frage ich mich, wie kann man das überlesen? Ich zeige euch mal das Angebot. Ja. Da. Die Beschreibung dazu. Kann man das überlesen, wenn man die Beschreibung sieht? Also man ruft die Beschreibung so auf. Kann man das überlesen? Bedingung ist die Abholung binnen 7 Tagen nach Auktionsende. Ey, ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten. In Rot? In Fett? Fett hier druckt rot. Riesengroß. So ein kleiner Text und so eine große Schrift. Das habe ich nicht gelesen. Es ist mir jetzt doch ein bisschen weit bis Berlin. Was? Ich krieg die Krise. Das ist der zweite Mal, jetzt, dass einer abspringt. Das hasse ich wie die Pest. Ey, könnt ihr nicht mal. Denn. Das, also. Jetzt sind ja 7 Metro-Kisten voll. Die kann man ja so nicht versenden. Die sind ja schwerer als Versandgewicht, wa? So.
Jetzt muss ich aufteilen auf vielleicht 10 Kisten. Versenden ihm. 10 Kisten, 7 oder 8 Euro oder was? Wie viel hat die kosten, die großen Kisten? Das sind ja schon 80 Euro. Da muss ich nur die Kisten organisieren. Dann muss ich auch noch holen. Die Zeit zum Baumarkt fahren und mir da Kisten kaufen, Pappkisten. So versenden. Das bezahlt mir doch keiner. Und die Kisten selber kosten ja auch noch was. Da bin ich bei 100 Euro fast oder so für den Versand. Kann ich nicht machen. Und Lobby. Ja, so weit regt mich auf. Ist euch bestimmt auch schon passiert bei eBay. 100%. Am schlimmsten ist, wie gesagt, wenn man Autos verkauft, dann ist am allerschlimmsten kein Versand, nur Abholung. 7 Tage nach Auktionsende. Toll. Ja, ich werde versuchen, jetzt einen unterlegenen Bieter was zu senden. Ein Angebot, das klappt aber meistens nicht, weil die Leute natürlich denken, man hat selber geboten, den Preis richtig hochgetrieben und versucht jetzt für 1 Euro drunter das sozusagen an den Höchstbietenden, an den realistisch Höchstbietenden zu verkaufen. Trotz Stau und allem war ich schneller hier als du. Oh, hör auf, ey. Ich war noch einkaufen. Jo, ich bin im Keller. Und zwar habe ich den Stuhl jetzt fertig. Ich werde ein bisschen abwischen, ein bisschen sauber machen. Viel ist ja da nicht zu machen. Oder viel kann man ja da nicht machen. Und dann stelle ich ihn ein zu mir. Das ist auch prima. Oder? Ja, ohne diesen Bezug hier, das wäre natürlich auch super. Naja, gucken wir mal. Ich mach mal fit. Nur so ein bisschen abwischen eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5. Jut. Na denn, ab nach oben. Und einstellen. Mal gucken, was das Ding bringt. Da ich ja vor Langeweile ja nicht weiß, was ich zu tun habe, widme ich mich heute einem Horrorkapitel. Und zwar ein Horror. Das sind Schränke, die man hasst, wo man einfach alles nur reinstopft. Kennt ihr bestimmt auch. Einfach nur nehmen, reinstopfen, weg, fertig. Das muss ein Ende haben. Deswegen wird der heute mal ausgeräumt. Ja, das mache ich. Ich räume das aus. Guck mal, was ich brauchen kann, was wir wirklich noch brauchen können davon. Und der Rest kommt weg. Ja, kommt eingelagert oder was weiß ich. Erstmal auf die Seite gestellt und weg. Schauen wir mal, ihr seid mit dabei. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Katzenfutter. Brauchen wir leider nicht mehr. Kommt weg. Na denn, ja, das war's. Hier unten ist alles raus, die Teller. Hier unten, das wird alles abgewaschen. Scheiße. So, jetzt gehen wir zur Feindiagnostik. Heute. Stellen, ob es beim Mädchen bleibt. Aber ich denke mal schon. Und alles gut. Ha! Meine Tochter hat 1 minus. Bei Mathe. Wie geübt habe, ein wenig, nur ein wenig, aber
Das hat ja geholfen. Dann haben sie einen Test gemacht. Und sie hatten 1 minus. Cool. Oh, ich freue mich. Perfekt. Oh. Ja, Mama, vergisst das auch, wenn das da unten liegt, unterm dezellen Nachfell, unter so einem, in so einem Fach, wenn man, unter einer Fensterbank, wenn man da was liegen hat, wo da ein Vorhang davor ist, wo man einfach nur Sachen nimmt und immer wieder runterstopft und nimmt und immer wieder runterstopft. Ja, dann vergisst man das. Dann hat man dann... Aber auch wenn man Kinder hat, man muss sich ja um die kümmern und dann muss man hin und her lachen, wie der Baby weint. Ja, dann kann man es mal vergessen. Ja, viel Verständnis. Aber so ist es tatsächlich. Das ist alles nicht so einfach. Verkaufst du diese Mütze? Ja, ich verkaufe das komplett. Ja. Sieht schön aus, dieses Geschirr, weil das, da kann man ja eine schöne Soße benutzen. Ja, ja, ja. Wir haben ganz viel. Mhm. Deswegen muss ich eigentlich abschaffen. Und der Koffer kommt auch weg. Der Koffer kommt auch weg, ja. Der riecht doch so nach DDR. DDR, was ist das? DDR, was ist das? Das ist ein Laden, ja. Das ist die Republik gewesen. Die DDR, die. Schönes Muster. Hä? Schönes Muster. Schönes Muster, ja. Hier, was ist das? Da wunderschöne. Riech mal. Geht das nicht aus? Ich riech nichts. Riech mal. Geh mal ran. Das riecht nach Kunststoff, nach diesem DDR-Chemie-Zeug. Lecker! Bloß mit deiner Nudel, aber trotzdem lecker! Gib ich schon mal die Ball. Reinhard. Hi! Hallo! Was machen die ganzen Sachen hier so? Das hier ist ein Tier. Ja. Hast du gemacht, das hier? Ich hab den nur gekauft. Gemacht habe ich noch nicht. Sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich cool aus. Warte, wir machen jetzt die Decke auf. Jetzt warte noch mal eine Sekunde. Lass mich mal ganz kurz geht nach dem Feiertag nämlich Film. Gut, ich werde jetzt Feierabend machen und schneide dann die ganzen Sachen zusammen wieder mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht es gut. Was willst du denn sagen? Aufregend ist es nicht passiert, aber so ist es. Kennt ihr ja von mir. Nicht ganz so aufregend mein Leben, nur spannend für mich selbst. Weil ich nie weiß, was passiert. Also bis morgen, macht's gut. Ciao, euer Tommy.